Hallo Leute, heute hier direkt in der Pullaugentest. Ja, ist das Gebilde hier stabil oder nicht? Checkt's mal durch. Ja, wie geht man jetzt hier vor? Also zuerst diese 2 minus 0,1 durch 2s plus 1, schwierig. Zuerst mal auf einen gemeinsamen Bruch bringen. Das bedeutet, der hier wird erweitert mit 2s plus 1 im Zähler wie im Nenner. Dann erhalte ich hier 2s plus 1, 2s plus 1 und hier minus 0,1, 2s plus 1. Jetzt habe ich den gleichen Nenner. Das bedeutet, ich kann es auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Kann ich hier oben auch gleich noch ausmultiplizieren. Habe ich 4s plus 2 minus 0,1 und hier unten 2s plus 1. Und das ergibt dann hier 2 minus 0,5. Minus 0,1 ergibt 4s plus 1,9 durch 2s plus 1. Ja, im Großen und Ganzen hätte ich mir diesen Schritt auch sparen können, weil ich sehe, dass hier oben hat ja keinerlei Einfluss auf meinen Nenner. Weil beim Pullaugentest interessiert mich ja nur der Nenner. So, jetzt muss ich herausfinden, diesen Nenner, wo hat der jetzt hier seine Nullstelle? Also sprich 2s plus 1 ist gleich 0, 2s ist gleich minus 1, s ist gleich minus 1,5. Ja, bedeutet, so zeichnerisch gesehen, Realachse, Imaginärachse wäre jetzt hier irgendwie hier bei minus 1,5. Und ja, da ist jetzt hier wieder jeder glücklich, weil wisst ihr, negative Seite hier, alles klar, dann ist es stabil. Perfekt, also dieses Gebilde ist sehr stabil. Ja, hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch hier oben, abonnieren hier, nächstes Video. Dankeschön, auf Wiedersehen, tschüss.